Die Hitzewellen und Starkregenereignisse der letzten Jahre haben deutlich gezeigt, dass sich die Landwirtschaft neuen Herausforderungen stellen muss, um auch in Zukunft stabile Erträge erzeugen zu können. Ziel der funktionellen Agrobiodiversität ist es, die Biodiversität gezielt zu fördern, um so der Landwirtschaft zu nutzen. Die Bodenorganismen und der Humus nutzen dem Landwirt. Gesunde Böden können schneller Wasser aufnehmen, Wasser besser speichern, Nährstoffe binden und freisetzen, mehr Lasten tragen und sind weniger anfällig für Erosion. Außerdem können diese Böden besser Wasser filtern und so zu sauberem Grundwasser beitragen. Der fruchtbare Boden ist das Zusammenspiel von chemischen, physikalischen und biologischen Eigenschaften. Der Landwirt kann gesunde Böden aktiv fördern, beispielsweise indem er die Bodenlebewesen bei ihrer Arbeit unterstützt. Für die Bodenchemie ist es wichtig, dass die Nährstoffe im Boden in ausgeglichener Weise vorliegen. Hierbei können Bodenanalysen wertvolle Dienste leisten. Insbesondere im Ösling ist auf einen ausgeglichenen Calcium- und Magnesiumhaushalt zu achten. Zudem sollte der Boden über eine gute Struktur verfügen. Dadurch kann er gut Wasser speichern und Luft kann zu den Mikroorganismen vordringen. Ein überlegtes Überfahren des Bodens mit schweren Maschinen und der bedachte Einsatz des Pfluges helfen, die Bodenaggregate und die Bodenstruktur zu schonen. Oft liegt der Boden im Winter unbedeckt vor. Dies ist problematisch, da er dann schlecht gegen Erosion geschützt ist und Nährstoffe leicht ausgewaschen werden können. Überwinternde Zwischenfrüchte können dies verhindern. Dieser Bewuchs hat auch positive Einflüsse auf die Bodenbiologie. Der Pflanzenbewuchs ist Futter für viele nützliche Bodenlebewesen. Von Regenwurm über Assel, Springschwänze bis hin zu Bakterien und Pilzen. Unterschiedliche Wurzelsysteme von Flach- und Tiefwurzlern sowie Leguminosen bieten den Bodenlebewesen Futter und führen zu einer Kohlenstoffanreicherung im Boden. Im Zuge der Fruchtfolge müssen die Zwischenfrüchte natürlich auch umgebrochen werden. Aufgrund des guten Bodengefüges, welche die Zwischenfrüchte hinterlassen, sollte beim Umbruch versucht werden, dieses möglichst wenig zu stören. Gleichzeitig muss das Weiter- oder Wiederanwachsen der Zwischenfrucht effizient unterbunden werden. Hier gilt es, einen guten Mittelweg zu finden, den beispielsweise die Flächenrotte darstellen kann. Das Prinzip der Flächenrotte ist das flache Einarbeiten einer nicht abfrierenden Winterzwischenfrucht oder einer Untersaat mit dem Ziel, das Bodenleben zu ernähren und Nährstoffe für den aufwachsenden Pflanzenbestand bereitzustellen. Eine gute Flächenrotte wird dadurch ermöglicht, dass die Frästiefe nur relativ gering gewählt wird und dass das Fräsen unter nicht zu feuchten Bodenbedingungen ausgeführt wird. Denn sonst kann es zu einer Schmierschicht unterhalb des Fräshorizontes kommen. Weiterhin ist es wichtig, dass die Bodentemperatur nicht zu niedrig ist, damit die Umsetzungsprozesse überhaupt in Gang kommen. Bei der Arbeitstiefe ist darauf zu achten, dass sie nur 3 bis 5 cm tief ist. Wird zu tief gelockert, verliert man zu viel Wasser durch die Bearbeitung. Weiterhin ist darauf zu achten, dass mit scharfen Fräsmessern gearbeitet wird, die Zwischenfrucht kurz unter dem Vegetationspunkt abschneiden. Die Idee des Einsatzes von effektiven Mikroorganismen zur Rottelenkung wurde durch Landwirte an uns herangetragen. Es gibt einige Firmen, die Produkte zur Förderung der Rottelenkung anbieten. Deren Einsatz überprüfen wir gerade in einer Studie. Das Verfahren ist so, dass ein relativ flachen Schnitt soll gemacht werden von dem Bestand, dass genau der Punkt gerät, wo es aufstirft, wo die Verbindung zwischen Wurzel und Pflanze zerstört soll gehen. Und dann ist eine Durchmischung von der Biomasse mit Boden dafür, dass die Rotte eben angelegt wird und dadurch ein beschleunigter Aufbau von der Biomasse aus. Die Hauptansatzzeiten sind ihr Tuberperiode von den Hauptkulturen kommen. Das heißt, das ist hier im Winter für Winterkulturen oder am Frühjahr eben für Sommerkulturen oder Mais. Ein optimales Bild ist, wenn ein gleichmäßiger Schnitt ist. Das heißt, die Pflanzen sind gleichmäßig an ihrem Wachstumskegel aufgeschnitten. Also sie leihen locker oben drauf, dass nicht mehr viel Boden und der Wurzelmasse, für das sie eben nicht mehr ausschießt. Es soll auch so sein, dass der Boden ganz locker drüber liegt, dass man keine Schlammschicht kriegen, wo die Fräsmesser eben den Schnitt machen,
für das wir uns kein Suhl schaffen. Wir brauchen noch optimale Wetterkonditionen, für dass das Aufdröschen an die Rotte dass die richtig an den Gang kommt. Wenn wir extrem dröschen haben, kriegen wir keine Rotte. Wir haben aber eine gute Verdröschung von der Biomasse, weil auch ein gutes Aufstieben von der Pflanze bedeutet. Haben wir zu nass, ist das Problem einfach, dass wir den Boden nicht richtig in die Wurzeln lassen kriegen, dass wir aber auch die Gefahr von einem Ausscheißen von den Pflanzen mehr gefährlich ist. Dabei könnte das für den optimalen Rotteprozess über eine gewisse Fähigkeit muss dosen, für die Bodenbiologie schafft. Insgesamt ist es eine Möglichkeit, Herbiziden zu reduzieren. Es muss in der Frage immer bedenken, dass Folgeschritt muss gemacht werden. Es geht wahrscheinlich nicht mit einem Fräsen und dann nicht mit Kuchen gehen. Da. Das kriegen wir nicht hin. An der Maiskultur, wo viel mit Hackgeräten geschafft wird, haben wir Beet so präpariert, dass wir die Möglichkeit haben, Donau mechanisch nachzuschaffen. Also mit Hacken oder mit Strichel, einfach fernenken, den Abwurf zu steuern. Es geht eigentlich auch darum, für dass die Tabkultur einen Viersprung kriegt an der Umbaufase. Dass einfach keine Konkurrenz zu dem empfindlichen Stadium ist. Man muss bedenken, dass die Verfahren, die wir probieren, für Pestizide reduzieren und umzubauen, dass das immer Verfahren sind, die von so vielen Bedingungen beeinflusst sind, dass eine hundertprozentige Empfehlung ganz schwer machen ist.